In diesem Video geht es um zwei der drei Steuerungen der Titan XQ, die HP-Steuerung und die LP-Steuerung. Bei der HP-Steuerung sind die Schweißablaufparameter abgebildet, bei der LP-Steuerung nicht. Das ist der wesentliche Unterschied. Um die Schweißablaufparameter bei der LP-Steuerung zu verstellen, kann man dies mit einem zusätzlichen Fernsteller oder der PC300. Durch den Einbau von Multicolor-LEDs konnten wir im Vergleich zur alten HP-Steuerung viele LEDs sparen und somit das Ablaufparameter-Menü deutlich übersichtlicher gestalten. Auf der linken Seite der Steuerung haben wir die Verfahrensschnellwechseltaste angebracht. Durch die Verfahrenswechseltaste können wir schnell zwischen den Verfahren wie zum Beispiel MicMac Standard, Force Arc, Wired Arc, Root Arc oder Cold Arc hin und her schalten. Durch längeres Drücken der Taste gelangen wir in das Menü zum Einstellen des Grundjobs. Auf der Abdeckklappe des Drahtvorschubes ist die Liste mit den Grundjobs abgebildet. Der Grundjob wird anhand des Schweißzusatzes, des Gases und des Durchmessers des Schweißzusatzes ausgewählt. Auch die LEDs zur Anzeige der Einheiten, des Drahtvorschubes oder der Voltzahl wurden in den Hintergrund gelegt, sodass diese nur erscheinen, wenn diese auch beleuchtet sind. Die beiden Drehgeber wurden durch Clickwheels ersetzt. Durch Klicken der rechten Taste können wir problemlos die neu konfigurierte Dynamik verstellen. Wird die Dynamik verstellt, kann man das jetzt sehr gut an den LEDs unterhalb der Drehgeber erkennen. Durch Drücken der linken Taste können wir schnell zwischen den Parametern im Ablaufmenü bei einer HP-Steuerung wechseln. Auf der rechten Seite der Steuerung wurde die Anwahl von Standard- und Pulsschweißen um das Verfahren Position Weld erweitert. Das Verfahren Position Weld ist besonders gut geeignet zum Schweißen in Zwangslagen wie zum Beispiel PD oder PF. Die Abbildung oben rechts zeigt uns, dass wir durch gleichzeitiges Drücken der Gasvorströmtaste und der Drahteinfädelungstaste den Draht auch zurückziehen können. Das ist besonders vorteilhaft, wenn der Draht am Brennerende etwas weit vorsteht. Ist ein Drahtreservesensor im Drahtvorschubgerät verbaut, so signalisiert uns die Endanzeige, wenn 10% Restmenge des Drahtes erreicht sind. Das war die Vorstellung der Steuerung HP und LP für die Titan XQ.